Wow, toller Service hier. Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind im Scandic Hotel Berlin, direkt am Potsdamer Platz. Und Sven Grau, von dir wollten wir als erstes mal erfahren, wie viele barrierefreie Zimmer habt ihr hier im Scandic Hotel Berlin? Erstmal herzlich willkommen auch von unserer Seite aus. Unser Haus gibt es ja seit 1. Oktober 2010 hier am Potsdamer Platz und wir haben insgesamt 60 barrierefreie Zimmer mit angrenzenden Betreuerzimmer, das heißt mit Verbindungstür. Demzufolge ist jeder herzlich willkommen bei uns hier. Es sind 60 rollstuhlgerechte Zimmer. Mhm. Die anderen Zimmer, so wie wir gesehen haben, sind ja aber auch barrierefrei. Sind auch barrierefrei. Wir haben überall schön Laminatboden oder besser gesagt Parkettboden verlegt. Wir haben 561 Zimmer, die euch eben bei uns erwarten. Jetzt sehen wir hier schon am Eingangsbereich, haben wir gleich mal festgestellt, eine niedere Theke, was uns sehr gut gefällt. Mhm. Ihr habt sehr viel auch für Blinde gemacht, haben wir gehört. Kannst du uns da was dazu sagen? Ja, wir haben einmal die Brailleschrift hier im Haus mit umgesetzt. Das heißt, einmal in der vierten Etage. Ist die komplette vierte Etage ausgeschildert. Unsere Businesskarten sind zum Beispiel auch mit Brailleschrift. Ja, und ansonsten auch ein Leitsystem oder was noch viel wichtiger ist, unsere Mitarbeiter sind auch ausgebildet und da finden regelmäßig Trainings statt, so damit auch diese Gäste sich bei uns eben halt wohlfühlen. Im Eingangsbereich haben wir schon gesehen, Behinderten-WCs zur Verfügung. Im dritten Stock habt ihr auch Konferenzräume. Ja. Und selbst da sind auch dann Behinderten-WCs, was wir ganz angenehm finden, dass wir jetzt, wenn wir auf dem Frühstück oder beim Frühstück sind, dass man da wirklich direkt aufs Behinderten-WC kann und nicht wieder hoch muss auf sein eigenes Zimmer. Der öffentliche Bereich ist super ausgebaut und die 19 Konferenzräume, die dort sind, sind alle ebenfalls barrierefrei. Das heißt, wir haben da zusätzlich noch 4 Fahrstühle eingebaut, damit man die halben Etagen dann auch gut erreichen kann. Und somit ist dieses Hotel zu 100% barrierefrei. Morgen, Karl. Wenn dich jetzt hier getroffen im Scandic Hotel und wir haben gehört, du bist schon einige Tage hier. Was für eine Meinung hast du nach ein paar Tagen Scandic Hotel hier zum Thema Barrierefreiheit? Ich bin zum zweiten Mal hier. Das ist also das erste Mal so gut gewesen, dass wir gesagt haben, wir verlängern das, haben eine Woche gemacht und man fühlt sich hier rundum wohl. Was man braucht, ist da. Auch in sehr schönem Design. Und das liegt sehr, sehr stark an den Mitarbeitern, die, egal was hier für ein Trubel ist, unheimlich hilfsbereit sind und freundlich sind. Wir bedanken uns bei dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, Sven, wir sind jetzt hier im dritten Stock und ich sehe hinter uns eine Stromsteckdose für Rollstuhlfahrer. Das ist ja auch einmalig, habe ich auch noch nie gesehen. Genau. Hier ist es so, dass viele Gäste in den Barbereich hereinkommen oder so wie ihr jetzt mit elektronischen Hilfsmitteln unterwegs seid und dann eine Steckdose vergebens suchen. Und wir sind hier sehr professionell ausgeschildert oder aufgestellt in unserem Haus. Das bedeutet, wir haben überall Ausschilderungen, damit jeder Gast sich perfekt zurechtfindet, die Toiletten findet, die Konferenzräume oder auch hier eben halt eine Ladestation, um den Rollstuhl, während man dann eben halt schön speist oder seinen tollen Wein eben halt genießt, einfach auflädt. Durch die Vielzahl der Zimmer haben wir wirklich die Möglichkeit, in Gruppen zu reisen als Rollstuhlfahrer. Das ist natürlich auch einmalig. Das finden wir hier bei uns in Stuttgart gar nicht. Also ja, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Es ist so, dass wir 10% unserer Zimmer, genau wie ein Hamburger Haus, wir haben in Hamburg noch ein Haus mit über 300 Zimmern, die haben 30 barrierefreie Zimmer und hier haben wir, wie gesagt, ja 60 barrierefreie Zimmer. War uns eben halt sehr wichtig, 10% der Zimmeranzahlen zur Verfügung zu stellen. Wenn mal was nicht vorhanden ist, habe ich gehört von dir, dann sorgt ihr auch dafür, dass ihr bestimmte Hilfsmittel auch noch hier ins Hotel sogar bringt. Genau, also es ist so, dass wenn man jetzt zum Beispiel zusammenreist, ist es klar, dann kann der Helfer einem helfen, zum Beispiel ins Bett zu kommen. Allerdings ist ja nicht jeder dann eben halt mit einem Betreuer unterwegs oder in Begleitung und da haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel einen Hebekran oder ein, Kran eben halt zu besorgen, den wir im Zimmer schon mal vorher stellen, wenn wir das vorher wissen. Und dann haben wir auch spezielle Betten extra gekauft, um diese eben halt, wie gesagt, unseren Gästen mit anzubieten. Okay, also wirklich da unsere Empfehlung, wir waren jetzt hier, sind der dritte Tag hier, Willi, gell? Wirklich top Hotel, müssen wir sagen. Leute, kommt vorbei, hier direkt am Potsdamer Platz. Es lohnt sich, ihr werdet wirklich ganz toll versorgt, ihr werdet euch wohlfühlen. Bis bald, euer Olli und Willi und Sven.